Seid ihr bereit? Ja. Okay, und los. Okay, jetzt zählt viel länger durch, als ich erwartet habe. Okay, hat Paul wieder geguckt wie ein Psychopath? Ja. Oh, lol, Olli, Alter. Olli will, dass du in seinen Van einsteigst. Der war gut. Der war gut, Alter. Hat mich gekriegt. Hat mich gekriegt, Mann. Ich stelle mir das gerade, ich versuche mir das aktiv im Kopf vorzustellen, wie das klingt, wenn jemand einen Orgasmus hat und kotzen muss. Warum? Ist einfach nur gut. Hey, du geiles Arschgesicht. Jeremy Fragens hier. Wie du immer motiviert bist. Warum ist er denn so? Jeremy, warum bist du denn jetzt so? Du hast gar nichts getan. Hör auf und so random zu beleidigen, Bruder. Was soll das denn, Mann? Was soll das denn? Dachte, wir sind Freunde. Ah, schön. Ein paar Sekunden später. Stolze, ehrliche Menschen, jeder Mensch, außer der, der fake ist und sich selbst hasst und deshalb stolze, ehrliche Menschen hasst, weil er in sich selbst etwas sieht, wie in der Cain und Abel geschrieben. Zu kompliziert jetzt, das ist... Ah! Ich verstehe so nichts lost. Mehr! Ich glaube, mein Hirn brennt! Ich bin also so lost, Alter! Oder du Timex hier. Ich könnte mir natürlich jetzt auch einfach mal ein bisschen von dem Gras reinpfeifen. Ja, das bei Kinder verstehen ja nicht, dass du wiederkommst, ne? Kinder verstehen richtig. In erster Linie erstmal, du bist weg. So. Ja, das war richtig aber schlimm. Kinder sind doch keine Hunde. Naja, doch, Kinder sind genauso wie Hunde. Einfach nur, weil wir es bisher noch nicht gemacht haben und wir es einfach fürs Feeling, jetzt auch gerade finde ich es angebracht, muss ich das an der Stelle einmal machen. Ja, Entschuldigung. Saufen! Und Mofa fahren! Jetzt, ich habe das extra vorbereitet. Ganz kurz, wir gehen jetzt. Oh, jetzt habe ich aus Versehen. Oh nein, das solltet ihr ja noch gar nicht sehen. Warte. Ach, scheiße, jetzt habe ich das schon gezeigt. Wir wissen alles, wir wissen Bescheid. Das sind alles, diese Stofftiere im Hintergrund sind alles die einzelnen Sammellieferungen von seinen versteckten Drogen. Die sind alle voller Drogen, so sieht's aus. Gutmensch ist er auch noch. Kinderheime strecken lässt. Ja. Gutmensch ist er. Gronkh hat Kinder auf dem Gewissen, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Dagegen ist sich die Finger kaputt nähen in Bangladesch in der Bauruine ist ein Witz dagegen. Ja. Gronkhs Stofftierzusammennäher da in Braunschweig, die leiden, wenn sie da die Drogenpäckchen reinnähen. Das da links über seinem Ohr. Weil was keiner weiß, Gronkh schlägt denen allen die Hände ab, persönlich. Ja. Ja. Die müssen das alles mit dem Mund klöppeln, damit sie nichts klauen. Und so sehen die nämlich alle aus, wie der links über seinem Ohr. Das ist nämlich der normaler Gesichtsausdruck von den ganzen Kindern. Genau. So. Muss man wissen. Guckt euch das mal an, wie groß der ist. Der ist echt groß. Der ist insane groß. Also der ist schon sehr, sehr groß. Der ist halt so groß wie zwei Daumengelenke, wenn du so willst. Digga, was ist das denn? Wir haben hier einen sehr engen Austausch mit der Polizei. Auch immer im Polizeiwagen vor Ort war. Und sorry, aber Bruder, das ist aus dem Jungen passiert, der im Bus raus musste. Das ist er heute. Feel old yet? Ich muss raus! Der war zu gut. 10 von 10. Der war zu gut. Er klingt doch so, oder? Sag mal nicht. Ich muss raus. Ich muss raus. Also wenn da Leute in meinem Garten bumsen, würde ich jeden Morgen rausgehen, mich strecken und sagen, das Werk ist vollbracht. Ich war wieder sehr gut heute. So. Was ist das? Ach so. Fickende Leute in meinem Garten. Was ist das? Fickende Leute in meinem Garten. Wenn Fürze Helium wären. Stell dir mal vor, immer wenn einer furzt im Raum, plötzlich alle Stimmen heller werden. Wer war's? Das wäre super lustig. Dankeschön. Ich streame nicht. Wir sind ja live. Also wir haben heute Morgen um 8 Uhr mit dem Jetzt macht er hier Werbung für einen anderen Stream. Meine Damen und Herren, ja, es ist vollkommen egal. Guck mal, Boris
Boris ist hier, um mich zu beschützen. Ich will doch nur deine Zuschauer bedienen. Boris ist hier, um mich zu beschützen. Die Leute, wollt ihr euch darauf beschränken, mir Tipps zu geben und nicht einfach irgendwie rumzumotzen? Ja, aber du nimmst ja unsere Tipps nicht an. Nee, was, wie? Nee, ich zeichne was und ihr sagt, was denn das? Ist ja voll doof. Ja, aber die Welle ja, alleine sagen schon, da haben wir uns verloren. Oh, chill, da haben wir uns verloren bei der Welle. Chillt einfach eure Homebase. Wellendalu, wirklich? Ja, Moment, Wasser, wie boah, geile auch Welle. Was andere machen können oder nicht? Also, das sind beide Wellen. Aber damit kann sich Olli auch nicht mehr. Das hätte ja auch mehr sein können, Anni. Paul, nicht zu groß. Schaut vorbei. Lasst uns Grüße da. Kuss. Glocke. Einfach mitgemacht.